So, hallo, wir machen weiter. Bye. Super Mario Maker 2. Das letzte Mal haben wir das neue Level von Counterfight und Twix angeschaut. Und mein Level, aber über das redet man nicht. Und jetzt, dann habe ich das von Twix geschafft, als erster sogar. Und, hier, 1 von 43. Und, jetzt spielen wir noch das hier. Das hat auch noch keiner abgeschlossen. Das ist auch neu von Twix. Uff. Uff, uff. Mal gucken, ob wir das auch hinkriegen. Es scrollt. Bitte. Ach, ich habe keinen Spinjump. Ha! Ja, moin. Gut, ich habe keinen. Das ist ja schon mal gut, dass ich keinen Spinjump habe. Ach, du Schande. Ah, dann habe ich schon mal weniger Bewegungsmöglichkeiten. Das ist nicht okay. So, ich muss jetzt auf... auf was muss ich denn alles? Hilfe! Da ist irgendwas explodiert. Da explodiert noch mehr. Da überall explodiert irgendwas. What? Was? Was? Okay, Hilfe. Muss ich vielleicht am Anfang ein bisschen schneller nach vorne? Dass man da direkt unter der Schranke durchkommt. Ich renne direkt jetzt mal los. Ah, ja, ich komme direkt vor. Aber das da ist jetzt... okay. Aber dass ich dann hier, ne, dass ich hier... Ach, ich muss wieder zurück auf die... Ja, verstanden. Verstanden, ich muss erst auf den einen und dann auf den anderen. Okay, kriegen wir hin. Ich muss erst nochmal hier, zack, zack, jetzt läuft der da rüber. Und jetzt kann ich... hier hoch. Dann kann ich da rüber, dann kann ich da rum und dann kommt hier Zeug raus. Und da kommt auch Zeug. Was? Wohin muss ich denn? Da runter. Okay, ich muss da runter. Okay, ich muss da runter. Okay, aber soweit hat das funktioniert. Das war zu schnell. Zu langsam. Soweit hat das funktioniert. jetzt bin ich nicht gesprungen. Okay. Das war blöd, weil jetzt komme ich nicht mehr... Ja, tschüss. Ja, aber ich komme doch... Moment mal, ich komme doch von da oben direkt auf den da runter, oder? Oder nicht? Das klappt doch eigentlich. Oder sehe ich das einfach nicht, dass das nicht klappt? Ich komme doch direkt hier hin. Zack. Easy. Dann passt doch die Geschichte schon. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich jetzt halt die Sachen hinkriege. Aber da muss ich einfach hier runter. Okay. Dann kann ich da drauf landen. Gut. Gut, dann kann ich da drauf landen. Dann ist das schon mal gut zu wissen. Das passt alles. Dann haben wir soweit das Level geklärt. Okay, aber den... Vielleicht will ich den trotzdem einmal abwarten. Vielleicht will ich den trotzdem einmal abwarten. Ich bin mir noch nicht sicher. Theoretisch... Na, theoretisch kriege ich den. Ich muss nur perfekt hinkriegen. Ja, der geht. Der geht. Das war zu schnell. This was too fast. Weiß ich ja, wo ich landen muss. Nämlich hier. Jetzt kenne ich mich nicht mehr aus. Jetzt gehen wir einfach ganz schnell da durch. Oh Gott. Und jetzt habe ich keine... Ah, da kommt Feuer. Oh.
Aber das da drüben ist noch nicht explodiert. Das heißt, da muss ich... Ich darf nicht schwingen! Ich darf nicht schwingen! Ich bin ja ins Feuer reingeschwungen. Das muss ich ja nicht tun. Richtig, ich muss nicht schwingen. Okay, aber das klappt ganz gut sogar. Also das gefällt mir. Die Taktik haut hin. So. Jetzt können wir einfach da wieder warten, bis alles Bumm macht. Und dann springen wir einfach direkt runter. Dann springen wir hier rüber, dann springen wir hier rein, dann springen wir hier weiter, dann geht's hier weiter und jetzt... Nein! Und jetzt warte ich einfach und schwinge nicht. Das ist der Plan. Das ist der Plan. Soweit, okay, soweit klappt das. Soweit ist das alles kein Thema. Es wirkt nur komisch, es geht alles klar. So. Zack. Ist auch gar nicht schwierig eigentlich. Wirkt nur dadurch, dass so viel los ist und dass man so viel sieht, denkt man, da sind ganz viele Hindernisse, aber eigentlich sind die gar nicht da. Weil man kommt einfach problemlos dran vorbei. Soll es nicht schwingen? Es hält nämlich eh an. Wir warten, bis hier alles bumm macht. Ach, und dann... muss ich nicht mal. So, Helm. Wait, jetzt haben wir... Hä? Nee, das ist nicht der gleiche Weg. Oh Mist. Nee, das ist jetzt... Jetzt geht's oben rum, oder was? Hä? Etwas irritiert. Und doch ist alles im Rahmen. Nicht schwingen. Dadurch, dass die Sachen jetzt explodiert sind... Ah, verdammt. Ich würde ihn gern behalten. Dadurch, dass die Sachen explodiert sind, ist jetzt hier der Weg und so weiter. Aber jetzt muss... Ach, ich muss hier schnell runter. Es ist das. Ah. Und dann geht's hier in die Röhre. Okay. Und dann haben wir einen Checkpoint. Das ist ja schon mal was. Checkpoint ist ja schon mal gut. Ah ja, klar, bei dem ersten Teil kann er keinen Checkpoint setzen, weil er muss ja erst die ganzen Sachen zur Explosion bringen. Es muss sich ja erst der Raum verändern. Das kann er ja nicht mit dem Checkpoint speichern. Das ist logisch. Freund, du gefällst mir nicht. Der gefällt mir überhaupt nicht. Verfolgt der mich? Ist der so programmiert? Kann der sie so programmieren? Huch, tschüss. Ach, der fährt an der Schnur! Ach so. Also gut, er ist indirekt programmiert. Er ist also vorhersehbar. Er geht immer die gleichen Wege, ist jetzt nicht so, wie dass der zielsuchend ist. Der ist einfach nur bewusst schlau. Dann kommt jetzt hier angehoppelt. Ich hoppel hier hoch und dann hoppelt er darüber. Ja, der verfolgt mich indirekt. Alles klar. Und jetzt? Ich drücke mal gar nichts. Yes. Es war richtig nichts zu drücken, es hat so gewirkt. Es hat genauso gewirkt. Oh, Gott, Wakes. Sehr schön. Sind wir wieder Erster? Nice. Nice. Sehr schön. Ist auch eine ganz passable Zeit eigentlich. Wir sind zweimal beim Checkpoint gestorben. Ja, das kann man anbieten. Geht natürlich schneller, aber... Nice. Das heißt, ich habe jetzt alle Level von Twakes jeweils als Erster. Ist das richtig? Oder wartet das... Nee, das andere hatte schon jemand, ne? Wer hatte denn... Wer war das denn? Oder? Wer hatte das als... Ach ja, hier, der da hatte das als Erstes. Ja, der auch den Weltrekord hat. Das haben wir auch eben hier abgeschlossen. Da werden jetzt auch noch mehr folgen. Aber wir waren die Ersten. Ist doch schon mal was. So. Gucken wir mal jetzt... Machen wir es mal andersrum, weil bei denen wusste ich halt, dass es neue Level gibt. Jetzt machen wir es mal so rum. Und gucken mal, Quatsch, hier, zack.
Also, das haben wir gespielt, das haben wir gespielt. Bum Bums Trolls No Castle von Rasierer müssen wir spielen. Okay. Das haben wir gespielt. Clawhack kennen wir auch noch nicht. Das heißt hier, Celeste-Ersteller hat wieder was gebaut. Hä, Sky Tower Demolition Crew haben wir doch gespielt. Ist das was Neues? Moment, wir gehen mal weiter runter. So. Da haben wir, das haben wir alles gespielt. Das schaffen wir nicht. Das kennen wir, das kennen wir. Das kennen wir, das kennen wir. Das kennen wir auch. Ach ja, das kann ich ganz kurz zeigen. Er hat mir gesagt, wie man den Rekord hier holt. Und wenn er mir das schon sagt, setzen wir das auch um. Weil, warum nicht? Dann kann ich auch das kurz demonstrieren. Ist allerdings eine Sache, wäre ich nicht drauf gekommen. Bin ich ganz ehrlich. Huch. Wäre ich absolut nicht drauf gekommen. Man kann nämlich... Ja, moin. Man kann nämlich... Hier... Nee, wo war... Hä, wo ist das? Ah. Da ist ein Schlüssel nämlich. Den kann man holen. Und damit kriegt man dann auch die 30 Sekunden zusammen. Aber da muss man erstmal drauf kommen, ne? Komm her. Nice. So, jetzt muss aber trotzdem natürlich der letzte Sprung, der Sprung hier funktionieren. Und wenn man den jetzt natürlich trotzdem verhaut, hat man halt immer noch eine schlechte... Ja, okay. Ja, ich bin halt jetzt wieder zu inkompetent, dankeschön. Ich wollte gerade sagen, hat man halt immer noch eine schlechte Zeit, aber gut, jetzt hat's gepasst. So, was kam da jetzt eigentlich noch? Ach ja, der Teil. Ja gut, aber der ist jetzt eigentlich der... Ja, danke. Der einfachste wollte ich gerade sagen. Trotzdem, oh, es wird gerade eine richtig schlechte Zeit, weil ich überall hängen bleibe. Oh, ist das dumm. So. Oh Mann. Ja, und dann hätte man praktisch, wenn man das richtig spielt, noch den zweiten Schlüssel und kommt damit durch die zweite Tür durch. Aber mir ging es jetzt darum, den Rekord hier zu verändern. So. Wenn er mir das schon sagt, wie das geht, dann kann man das auch demonstrieren. Gut. Dann haben wir das gemacht. Das haben wir auch gemacht. Das haben wir auch gemacht. Dann sind also die von Maddy neu. Hä, aber das haben wir schon mal gespielt. Hat er die einfach neu hochgeladen? Hier, Starlight Shells haben wir schon mal gespielt. Hä? Hat er da was verändert? Hä? Ach, seit wann setze ich mir die denn auf? Guten Morgen. Richtig, noch nie. Nu! Hä, das ist doch nie überhaupt nichts... Das ist ja dann doof, dass man, ich meine, anscheinend hat er irgendwas gefixt, irgendwelche Wakes oder so? Keine Ahnung, was genau er gemacht hat. Aber das ist ja dann blöd, dann sieht es ja so aus, als hätte ich das Level nie geschafft. Dabei habe ich das Level ja geschafft. Das finde ich jetzt ein bisschen suboptimal, aber okay. Na, zack, das war's. Okay. Ja gut, ne? Meinetwegen. Spielt sich genauso. Ich weiß nicht, was anderes, was jetzt groß... Ich meine, ich habe gesehen, dass es ein bisschen anders war, aber es spielt sich halt genauso. Vielleicht gab es irgendwelche Breaks, die man machen konnte. Aber das heißt, der hat... Das sind alles, die hat er alle neu hochgeladen. Ich verstehe.
Was war das? Das jetzt aber nochmal doppelt zu spielen, ist auch irgendwie Quatsch, ne? Nur damit es abgehakt ist. Aber so sind jetzt ja praktisch die Level von ihm bei mir nicht mehr abgehakt, obwohl sie abgehakt waren. Das finde ich wirklich ein bisschen suboptimal. Ja, tschüss. Kennen wir das überhaupt? Huch. Kennen wir das schon? Das kommt mir jetzt doch ein bisschen unbekannter wieder vor. Ja, moin. Ne, das kommt mir jetzt wirklich ein bisschen unbekannter vor. Komme ich da? Ne, da komme ich überhaupt nicht mit einem Sprung rüber. Wie hat er sich das denn gedacht? Ja, ne, eben. Hä, ne, das kenne ich überhaupt nicht. What? Sind das alles Trollre? Soll das alles Trollröhren am Ende sein, dann praktisch? Oh, okay. Dies ist doch dann genauso eine Trollröhre. Lol. Okay. Aber man kann es mit 20 Sekunden offensichtlich abschließen. Was mich zu der Idee bringt. Erstmal die Münze holen, dass es vielleicht einfach die Röhre hier ist. Nein. Sehr schade. Sehr schade, die ist es nicht. Ja gut, das heißt, das Rätsels Lösung ist herauszufinden, welche Röhre es ist oder wie. Okay. Ich meine, klar, es ist ja verständlich, also das ist jetzt ja, wie gesagt, das Level kenne ich eh nicht, von daher, das wirkt jetzt nicht auf mich, als hätte er das neu hochgeladen, das habe ich irgendwie nie gespielt. Insofern ist das ja okay. Wieso kann ich nicht, wieso bin ich jetzt nicht gerannt? Ich erst jetzt renne. Alter, das ist garantiert auch wieder fake. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Ja, aber wie komme ich jetzt? Unten geht's ja gar nicht weiter. Hä? Dann muss ich da ja hochfliegen. Oder muss ich hier irgendwelche Röhren? Das wäre ja super dämlich. Entschuldigung. Das wäre ja wirklich echt doof. Zumal, wie gesagt, die hat ja nicht funktioniert. Oder bin ich nur unfähig? Jetzt krieg ich es nicht mehr kaputt. Na dann halt nicht. Es hat eh nicht funktioniert, wie gesagt. Und die war es nicht. Das ist jetzt wieder so eine Quatschröhre. Hä? Ich meine, es könnte jede Röhre sein, aber das wäre halt eine super dämliche Lösung. Zum Beispiel auch die da. Warte, wie hieß das Level? Ceci ne passe une pipe. Also, das ist keine Röhre.
Heißt es, das Ziel ist keine Röhre, oder wie? Das ist jetzt nicht so gut. RIP. RIP me. Ja, brauchen wir gar nicht weitermachen. Das Ziel ist keine Röhre oder so. Oder was heißt das? Das hier ist keine Röhre, heißt es übersetzt, glaube ich. Irgendwie sowas grob. Se sie ne pass une pipe oder pipe oder wie auch immer man das halt aussprechen würde. Problem? Ich weiß überhaupt nicht, wie ich an die blaue da zum Beispiel rankommen soll. Ich meine, ich könnte versuchen. Geht das? Kann man da dann trotzdem... Ja, man kann da unten drunter wahrscheinlich rum. Aber das muss jetzt natürlich mit der Lava auch wieder zusammenpassen. Ja, das geht. Aber ist das jetzt die Röhre? Das habe ich mir schon gedacht. Ich muss von da nochmal weiter irgendwie. Oh, ist das ein Quatsch. Also, ich sehe halt zumindest gerade noch nicht jetzt so den wirklichen Sinn in dem Level. Das ist irgendwie komisch. Hier geht's aber bestimmt dann weiter. Ah. Ah. Das wird mich auch wieder killen. Ich musste einfach hochfliegen, oder was? Okay, wir fliegen also weiter dann da hoch. Irgendwie. Ich muss aber vor den Pilz, also den muss ich auf jeden Fall holen. Ich frage mich halt gerade, oh je, wie das der eine da in 20 Sekunden, ja, RIP, geschafft haben will. Das sehe ich gerade noch nicht. Da hoch kommt man halt nicht. Und da unten durch, das ist wieder die falsche Röhre. Was soll man dazu sagen? Ja, aber wenn das halt die falsche ist, ich komme ja überhaupt nicht. Ich krieg doch da drüben keinen Anlauf mehr zustande. Das ist doch das nächste Problem. Oh boy. Hä? Hier in der Luft vielleicht noch was anderes. Ich bin komplett überfragt gerade. Okay, wir fliegen einfach mal hier in die Luft. Ja, hier ist überhaupt nichts anderes. Ja, hier ist überhaupt nichts anderes. Ja, toll. Dann fliegt man nochmal bis da hoch auf die Plattform über dem Ziel. Und gucken, ob wir da noch höher können. Na super. Dann will ich hören, ob es eine offensichtliche Lösung ist. Also ich habe bisher halt nicht wirklich... bisher ist ein reines Gratisspiel. Ich sehe bisher keinen Hinweis, wie es wirklich alle... wie es wirklich am Ende gehen soll. Sehe ich keinen vernünftigen Hinweis darauf.
Ah! Hier ist auch kein Block und nix, ne? Ich komme da nicht mehr hoch. Wenn ich einmal hier hänge, hänge ich hier. Cool. Ja, macht Spaß. No. Das war knapp. Alles gut. Oh Gott. Das kann's doch nicht sein. Das wäre halt für den Celeste-Ersteller kein so... Weiß ich nicht. Das würde nicht passen. Ich muss eine andere Lösung geben. Aber bevor ich das nicht ausprobiert habe... Kann ich's nicht sagen. Komm. Mach halt keinen Quatsch. Oh. Wieso kriege ich das nicht mehr? Ich war einmal oben drauf. Dann war da wieder so eine Trollröhre. Mann. Doch Kacke. Das ist doch einfach Kacke. Nein! Na, jetzt nimm das Blatt mit, Mensch. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Yes! Okay, wir sind wieder oben drauf. So, geht's da jetzt irgendwie nach oben in der Röhre oder sowas? Oder kann ich hier Speed aufbauen? Ja, kann ich. Weil hier ist nichts anderes. Weiter drüben. Da ist auch nichts. Hä? Kann man den Speed in die Röhre mit reinnehmen? Moment, Moment, Moment. Dann würde ich verstehen, wie es geht. Mist. Habe ich den jetzt noch mit dabei? Nein, weil ich würde dann in diese rote Röhre da rein wollen. Aber ich weiß nicht wie. Ich habe keine Ahnung. Es muss doch einen Trick geben, den ich nicht verstehe. Irgendeinen Trick gibt es hier, den ich nicht verstehe. Dabei kam ich nicht sogar schon mal aus der roten Röhre raus? Ach, keine Ahnung. Nee, echt nicht. Das sehe ich gerade nicht ein. Gut, also das spielen wir jetzt auch nicht nochmal. Das ist ja auch irgendwie Quatsch. Dann spielen wir doch lieber... Ja gut, das ist neu. Aber ich will jetzt eigentlich nichts von ihr. Ich wollte ja das, da wollte ich das von Rasierer wollte ich spielen. Genau. Okay, let's go. Vielleicht spielen wir das beim nächsten Mal. Was? 15 Minuten? Vielleicht gucken wir mal vorsichtig rein.
Bumbums Troll Snow Castle. Kurz und knackig. 15 Minuten. Ah ja. Hi. So. Schön, dass wir darüber geredet haben. Das wird nix. Habe ich mir schon gedacht. Okay. Aber wir haben ja auch keine Win-Condition, das heißt, wir brauchen das auch nicht. Okay, ich hab da was gesehen. Aber das scheint auch nur eine Coin zu sein, ne? Da war da irgendwas Relevantes. Da ist irgendwas ist da noch. Da ist nicht nur eine Coin. Ach Mist. Oh, wait, ich hab eine Idee. Nee, das reicht nicht. Ah, ich habe eine andere Idee. Da ist was anderes noch. Nicht nur eine Coin. Komm her. Nein, komm her. Ach, komm schon. Der fällt da nicht grundlos. Was ist da noch? Ich sehe es nicht. Nein. Ach so. Das war nur dieser Steg. Dann ist es nicht weiter relevant. Das war auch sehr smart von mir. Jung! Troll mich nicht. So. Jetzt bleibt das mal stehen. Und gucken ganz vorsichtig. Wieso hüpfe ich Blöcke überhaupt an in einem Troll-Level? Wieso hüpfe ich Blöcke überhaupt an? Ich weiß es auch nicht. Ich muss es trotzdem tun. Ah! Okay, einer ist tatsächlich gut. So. Ich traue der Tür halt nicht, aber dem Pfeil traue ich erst recht nicht. Aber da ist nichts. Ja, da kann ja nichts sein. Ja, eben. Ja. Alles klar. Ich meine, es ist Troll auf Ansage. Uff. Habe ich mir schon gedacht, dass der irgendwas kommt. Okay, Checkpoint. Ja gut, Checkpoint ist Checkpoint. Da ist die Nummer 2 der Coins. Stimmt, er versteckt immer 3 Coins. Jetzt verstehe ich die Coin-Dinger. Okay, das... Habe ich mir schon gedacht. Trotzdem will ich da hochgucken. Na super. Ach, gibt's das denn? Okay, da ist nichts weiter. Da ist der Bumbum. So. Jetzt denke ich an den anderen an. Oh, komm schon. Ah, nein, 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 schlechte Idee. Den machen wir nicht. Den Fehler machen wir hier nicht. Aber wirklich nicht. Okay, cool. Den kann ich direkt mitnehmen.
Ja, nice. Genau so. So und nicht anders nämlich. Ah, hi. Alles klar. Also nochmal. Jetzt hängt er drin. Ja. Nein. Nicht auf Neustart. Nicht auf Neustart. Ich beiß mir ins Gesicht, wenn ich das mache. Gibt's das denn? Nein! Wieso kriege ich es denn jetzt nicht mehr hin? Vorhin habe ich das so schön getrickst. Ja, nice. Weiter so. Nice. Oh Gott. So, jetzt. Wohin muss ich? Ich muss nach links. Dann da hoch. Und dann... Aber wie kriege ich den denn jetzt darüber? Hat der überhaupt keinen Bock? Da hat er überhaupt keinen Bock. Jetzt kommt... Nee. Also die Stelle wirkt auf mich merkwürdig. Jetzt hängt er dran. Bleibt er dann, der bleibt dann da hängen, okay. Auch in Ordnung. Nein, das wär's gewesen. Aber die Swamp-Stelle verstehe ich überhaupt nicht. Und jetzt nochmal hier die Anmerkung. Er hat das am Stück ohne Checkpoint durchspielen müssen, damit das freigeschaltet wird. Wie? 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 Wie schafft man das denn am Stück? Ich schaff's ja nicht mal ohne am Stück. Ich bin zu doof dafür. Bleib einfach hier und erledigen den Rest. So. Ich verstehe den halt nicht. Jetzt kommt der. Und dann muss ich da... Ach Gott, das will. Das ist jetzt halt nicht mal ein Troll, das ist halt jetzt einfach schon wieder schwierig. Was ja okay ist. Oh boy. Aber das
Das reicht überhaupt nicht aus von der Höhe her. Gibt es da irgendeinen Trick, den ich nicht sehe? Gibt es da irgendeinen Trick, den ich nicht sehe? Oh no! Fällt mir spontan keiner auf. Irgendwie witzig, dass ich jetzt an der Stelle scheitere, die gar kein Troll ist. Vermeintlich kein Troll ist. Wer weiß, vielleicht ist sie doch ein Troll. Hat sie noch nicht begriffen. Oh no! Bin mir da noch nicht so sicher. Der bleibt jetzt da drin, egal was ich tue, ja. Ah, ne, der kann doch wieder raus, okay. Weil ich krieg den halt nicht, wenn er da hängt. Ah, das gibt's doch nicht. Nee, ich höre gleich auf. Da habe ich keinen Bock drauf. Sorry, Rasierer, aber... Ich verstehe die Swamp-Stelle halt überhaupt nicht. Oh no! Bleib so. Dann kann er. Oh, no. Da hätte ich noch einen Sprung gebraucht, dann wäre er wieder drin gewesen. Ich muss ihn ja nur einmal treffen. Danach kann ich mich einfach über ihn drüber stellen. Das ist dann nicht das Problem. Um ihn einmal zu treffen, das ist halt schon schwierig. Oh, no. Ach komm, das hätte jetzt ruhig treffen können. Mann. Das war blöd, das war eigene Dummheit. Nee, aber ich habe gerade keine Lust mehr. Das bringt dazu ja auch nichts. Wann hakt er sich hin? Also wann hängt er sich aus? Wenn ich unter dem durchlaufe wahrscheinlich, ne? Ah, ja, okay. Nice. Dann klappt das ja doch ganz gut. So. Der macht ja überhaupt keinen Unterschied, ob der da jetzt darüber geht oder nicht. Das macht ja überhaupt keinen Unterschied. Das wird dadurch auch nicht höher. Das war jetzt auch blöd, weil jetzt komme ich hier ins Bildschirm rein. So. Aber ich komme überhaupt nicht auf die Höhe, dass ich dann auf ihn drauf könnte nachher. Das sehe ich nicht. Das haut nicht hin. Ja. Oh, no. Nee, ich weiß nicht, wie ich... Das muss ein wirklich richtig knapper Sprung sein. Das muss ein richtig, richtig knapper Sprung sein. Na gut, wenn er jetzt da drin hängt, warten wir einfach, bis das Ding ausdingst. Jetzt hackt das hier raus. Ach, komm. So. Wie gesagt, wir warten, bis das sich aushängt.
Ach komm. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Den habe ich jetzt wirklich nicht verstanden. So. Einfach drauf. Einfach drauf. Aber das hier, ich bin da raus bei der Stelle. An der Stelle bin ich komplett raus. Weiter als das kriege ich es nicht hin. Oh mein Gott! Nein! Okay, 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 es geht. Okay, es geht. Okay, wir machen weiter. Okay, wir machen weiter. Gut. Dann klappt das. So. Das war knapp. Okay, das war zu bald. Mist. Mist, das war eins zu bald. Ah, verdammt. Ach, verdammt nochmal. Ach komm. Dass der mal klappt und mal nicht, ist ein bisschen ärgerlich. Ich will die Swamp-Stelle. Jetzt, wo ich es einmal geschafft habe, will ich die nochmal haben, Mann. Wieso? Wo hat denn der seine verfluchte Hitbox, wenn ich anders störe? Sagt er und macht Quatsch fast schon. Oh mein Gott. Okay. Okay, da ist er. Oh boy. Reicht nicht. Reicht nicht. Gleich wieder her damit. Nein! Oh Junge. Okay. Und nochmal her. Ah, es hat nicht gereicht. Anzuträgern. So. Yes. Yes. Und jetzt? Nein! Ah! Verdammt! Nein! Ich glaube aber fast. Ich glaube aber fast, ich will den gar nicht mehr. Ich will da gar nicht mehr spinjumpen. Glaube ich. Bin mir nicht sicher. Na,
Ach, Mann. Na, oh. Nee, nee, ich mag nicht. Es tut mir leid. Ich habe keine Geduld mehr. Wir schließen hier ab. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.